geht um zwei 14-jährige Mädchen, Berlinerinnen vor allem. Es ist auch ein Film über Berlin und über die Energie in dieser Stadt und über die Energie dieser Mädchen. Die sind 14 und die erleben einen Sommer in dieser Stadt. Und es geht um Freundschaft und um Sex, um Verrat, ja, um all die großen Themen. Und es geht auch darum, dass 14 ist ein Alter, in dem Weichen gestellt werden für ein Leben. Und das hat mich auch fasziniert, dass es eben ein Alter ist, in dem so viel passiert und so viel im Umbruch ist. Jamila sagt, wir müssen wissen, wie alles geht. Wir müssen üben für später, für das echte Leben. Damit uns keiner was kann. Na? 8. und 9. Stunde Ethik ist heute ausgefallen. Aha. Und jetzt? Kostet 100 Euro. Zahlung im Voraus. Eigentlich mache ich das ja nie, aber ist ja echt geil. Eigentlich machen wir sowas auch nie. Du Opfer! Hey! Jamila und Mimi kommen aus verschiedenen Kulturkreisen, aber Jamila lebt schon sehr lange hier. Sie ist gebürtige Irakerin, hat sich hier sehr gut integriert, ist eigentlich, wenn man so will, die bessere Deutsche. Sie ist sehr gut in der Schule, sie ist ein intelligentes Mädchen, sie ist selbstbewusst. Jamila, toll. Ja, bin ich intelligent, beste Vorstufe, müssen Sie mich einbürgern. Nini kommt aus deutlich prekäreren Verhältnissen als Jamila. Und die beiden haben sich gefunden. Es geht viel um Sexualität, um das Finden von Sexualität. Es geht darum, die eigenen Grenzen auszutesten und sie zu überschreiten. Trotzdem nicht daran unterzugehen. Es geht um Freundschaft, sehr stark. Alles das, was junge Menschen und im Speziellen junge Mädchen in dem Alter von, sagen wir mal, 12 bis 15, 16 maßgeblich beschäftigt. Also Leute, Postparty! Ich glaube, was diese Geschichte ausmacht, ist, dass eben so zwei sehr lebendige Mädchenfiguren sind, mit denen sich vielleicht auch nicht nur Mädchen, sondern auch erwachsene Männer, Frauen, wie auch immer, identifizieren konnten. Und dass eine Geschichte ist, die eigentlich so Randfiguren der deutschen Gesellschaft schildert, aber die so in den Mittelpunkt geholt werden. Und das ist, glaube ich, so das Ungewöhnliche an dieser Geschichte. Und? Nichts. Wie nichts? Na, nichts. Ist irgendwann eingeschlafen oder hat nur so getan. Als ich aufgewacht bin, war er weg. Vielleicht hat er Schiss bekommen.